Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Anwendungen von linearen Funktionen in den Wirtschaftswissenschaften. Ein wichtiges Anwendungsgebiet von linearen Funktionen sind zum Beispiel Kostenfunktionen. Die müssen nicht linear sein, aber in einem bestimmten Bereich ist Linearität häufig eine gute Approximation, sodass das häufig verwendet wird. Ich werde also mit dem Argument X im Folgenden die Gütermenge bezeichnen, die ein Produzent produziert. Und mit C von x die zugehörigen Gesamtkosten, die eben für die Produktion dieser Menge x benötigt werden. Der Funktionsname C wird hier verwendet aus dem Englischen für Costs. Und da verwenden wir genau unseren Funktionsterm, so wie wir ihn im vorigen Video kennengelernt haben. C von x ist gleich k mal x plus d. Das sollen also die Gesamtkosten sein. Dann erinnern wir uns, C von 0 war dann ja k mal 0 plus d gleich d, war der Achsenabschnitt und den können wir in diesem Fall interpretieren als die sogenannten Fixkosten. Also selbst wenn ich keine Güter produziere, wenn meine Menge 0 ist, entstehen mir trotzdem gewisse Kosten von d. Das könnten also zum Beispiel Mieten sein oder die Instandhaltungskosten für bestimmte Maschinen und ähnliches, also Kosten, die anfallen, auch wenn ich gar nichts produziere. Also d sind hier die Fixkosten. Und mit v von x bezeichne ich hier einmal die Differenz zwischen c von x und c von 0, also die Differenz der tatsächlich anfallenden Gesamtkosten c von x minus den Fixkosten c von 0. Naja, und da ziehen wir also von dem k mal x plus d, ziehen wir die Fixkosten d ab, die fallen also weg und übrig bleibt das k mal x. Und das benennt man eben die variablen Kosten und die Steigung sind dann die variablen Stückkosten beispielsweise oder die marginalen Kosten sehen wir gleich noch. Als Nebenbemerkung, die durchschnittlichen Kosten, die ich bei der Produktion von der Gütermenge x benötige, sind keine lineare Funktion. Wenn ich also hier c quer für die Durchschnittskosten verwende, ist das c von x dividiert durch x, also die Kosten pro Stück. Und das ist dann k mal x plus d. Und das kann ich natürlich hier auch zerlegen in k mal x durch x. Und da kann ich das x schön kürzen. Aber dann kommt eben noch dazu d dividiert durch x. Und da habe ich also einen gewissen Anteil, den ich noch brauche, um die Fixkosten zu decken. Also diese variablen Stückkosten, die sind konstant, aber dann habe ich noch diesen Anteil in den Fixkosten, der auch dazu kommt. Und somit sind also die Durchschnittskosten der Gesamtkosten keine Konstante und auch keine lineare Funktion. Die marginalen Kosten, damit bezeichnet man dann häufig den Zuwachs bei Erhöhung der Produktionsmenge um eine Einheit, manchmal auch eben um eine marginale Einheit. Hier schauen wir uns wirklich den Anstieg um eine ganze Einheit an. C von x plus 1 minus c von x. Da haben wir also k mal x plus 1 plus d für die Kosten an der Stelle x plus 1 und davon ziehen wir ab die Kosten an der Stelle x. Und da fällt einmal das d sofort weg, das ist natürlich recht sympathisch. Und dann haben wir hier noch k mal x plus k, wenn ich diese Klammer auflöse, minus k mal x. Und das k mal x fällt gegeneinander auch weg und übrig bleibt k. Also egal, was meine bisher produzierte Gütermenge x ist, wenn ich dann eine Einheit zusätzlich noch produzieren möchte, fallen dafür eben marginale Kosten von k an. Variable Stückkosten von k. Und im sogenannten linearen Marktmodell, wo ich von einer linearen Kostenfunktion ausgehe, gehe ich meistens auch von einer linearen Erlösfunktion aus. Ja, wenn ein Produzent Kosten hat, möchte er natürlich gerne auch wieder etwas erlösen, um diese Kosten zu decken. Und in einem Markt, wo es sehr viele Anbieter gibt, einem sogenannten Polypol, geht man davon aus, dass der Marktpreis P eine Konstante ist, sodass also ein einzelner Produzent, ein einzelner Anbieter diesen Marktpreis nicht entscheidend beeinflussen kann.
In Abgrenzung davon werden wir dann später noch das Monopol kennenlernen, wo also ein einzelner Anbieter die volle Kontrolle über den Preis hat. Aber eben im Polypol ist der Marktpreis P eine Konstante und zu diesem Marktpreis kann der Produzent dann seine ganze Produktion absetzen. Das klassische Beispiel dafür ist dann häufig der Wochenmarkt. Wenn man über den Markt geht und dort sieht man zum Beispiel Kartoffeln liegen oder Äpfel und da gibt es mehrere Marktstände, die alle Kartoffeln oder Äpfel haben, dann kosten die in aller Regel das Gleiche oder fast das Gleiche, weil nicht ein einzelner Anbieter vorpreschen kann und einen höheren Preis verlangen kann. Dann würden die Kunden in der Regel bei wem anders kaufen. Ein anderes Beispiel, was ich gern hernehme, ist, wenn wir Handyhüllen produzieren, dann gibt es da auch ganz viele Anbieter und wenn Sie in den Elektrofachmarkt gehen, dann kosten so ähnliche Handyhüllen auch immer fast das Gleiche, weil es da eben ganz viele Anbieter gibt und da nicht einer mehr oder weniger verlangen kann. Okay, verlassen wir also diese kurze Motivation wieder und widmen uns der mathematischen Fragestellung. Ja, wenn der Marktpreis P eine Konstante ist, wie schaut dann der Erlös des Unternehmens aus? Und den Erlös bezeichnen wir hier mit R von X für Revenue, wieder aus dem Englischen. Und wenn ich dann also die Menge X produziert und auch habe und auch absetze, dann bekomme ich für jede Einheit von X eben diesen Marktpreis P und mein Erlös ist dann also P mal X. Und damit ist also der Graph der Funktion R von X eine Gerade durch den Nullpunkt, weil wir hier keinen Achsenabschnitt haben. Also es ist etwas von dieser linearen Form. Wir haben die Steigung P, das Argument X und der Achsenabschnitt ist implizit. Also 0 und damit geht die Erlösfunktion durch den Ursprung oder den Nullpunkt. Und wenn wir jetzt also ein Produzent sind und sowohl Kosten als auch Erlöse haben, dann interessiert uns natürlich die Fragestellung der Rentabilität. Ja, macht das überhaupt Sinn für mich, in diesem Markt zu produzieren? Und dann kann ich mir schon überlegen, ja, wenn ich also variable Kosten pro Stück von K habe und einen Preis pro Stück von P, dann muss auf jeden Fall mal, dass der Preis P höher als die variablen Stückkosten, diese marginalen Kosten K sein. Aber es bleiben dann ja auch noch diese Fixkosten D übrig, die muss ich auch noch decken. Und da muss ich mir überlegen, wann ist denn das der Fall? Die Rentabilitätsbedingung ist dabei natürlich, dass die Erlöse höher sein sollen als die Kosten. Das können wir uns jetzt relativ einfach hinschreiben. Sagen wir, P mal x soll bitte schön größer sein als k mal x plus d. Wann ist denn das der Fall? Und dann muss P mal x minus k mal x soll größer gleich d sein. Und dann kann ich hier das x ausklammern. Dann habe ich also P minus k mal x größer gleich d und dann kann ich dividieren und kann sagen, x soll größer sein als d dividiert durch p minus k. Und dieser Punkt x, diese Produktionsmenge, ab der es sich für mich lohnt zu produzieren, nennt man dann auch den Break-Even oder die Gewinnschwelle. Ja, ich muss also mindestens diese Menge x produzieren, die größer ist als die Fixkosten dividiert durch p minus k. Und p minus k nennt man dabei auch häufig den Deckungsbeitrag. Schauen wir uns das einmal an. Also ich habe hier noch das, was ich gerade handschriftlich hergezeigt habe, auf den Folien stehen. Und die Definition für den Break-Even haben wir auch auf den Folien stehen. Also die Gewinnschwelle x ist gleich Fixkosten durch Deckungsbeitrag. Und grafisch können wir uns das an folgendem Beispiel einmal klar machen.
Stellen wir uns also vor, wir haben einen Produzenten, der mit folgender Kostenfunktion P 5 mal x plus 3000 produziert und folgende Erlösfunktion von 7 mal x hat. Wenn wir also das Beispiel von vorher hernehmen, wo ich gesagt habe, wir haben Produzenten von Handyhüllen, dann könnten wir uns vorstellen, dieser Produzent hat Fixkosten von 3000, das ist also das, was er braucht als Miete oder Abschreibung für sein Firmengelände, für die Maschinen und so weiter. Und die marginalen Kosten, die variablen Stückkosten pro Handyhülle sind 5. Das ist also das Material, aus dem die Handyhülle gemacht wird, wie es zusammengenäht wird, die Maschinenzeit dafür und so weiter. Und im Großhandel kann ich dann einen Preis von 7 Geldeinheiten dafür erlösen als Produzent. Gut, dann können wir uns klar machen, wann ist denn das für mich rentabel? Wann ist denn 7 mal x größer als 5 mal x plus 3000? Wir machen also die gleiche Rechnung wie vorher auch. Nur jetzt anhand dieser konkreten Zahlenbeispiele, dann ziehe ich die 5x einmal ab, 7x minus 5x bleibt 2x übrig, die müssen größer gleich als 3000 sein. Ja, 7 minus 5 ist also Preis minus marginale Kosten, bleibt übrig 2, das ist der Deckungsbeitrag pro Stück. Ja, also pro verkaufte Handyhülle erlöse ich, habe ich einen reinen Erlös von 2 Geldeinheiten. Und damit muss ich also diese 3000 Geldeinheiten an Fixkosten decken. Wenn ich also 3000 durch 2 dividiere, bleibt 1500 übrig. Ich muss also mindestens 1500 Handyhüllen verkaufen oder produzieren und dann verkaufen, damit sich dieses Geschäft für mich lohnt. Grafisch schaut das folgendermaßen aus. Ich habe hier einmal meine Erlösfunktion, die durch den Ursprung geht, r von x abgetragen und dann meine Kostenfunktion c von x. Und wir sehen, die Kostenfunktion hat einen höheren Achsenabschnitt, eben die Fixkosten, und dafür eine niedrigere Steigung. Und die Steigung der Erlösfunktion muss höher sein, damit ich irgendwo hier halt einen Schnittpunkt habe. Ja, links von diesem Schnittpunkt sind die Kosten höher als der Erlöse, rot markiert hier in der Fläche, und rechts davon sind die Erlöse höher als die Kosten, und 1500 ist genau der Schnittpunkt. Also ab einer Menge von 1500 lohnt es sich für mich, in diesem Markt zu produzieren.